Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder vom Hufkneisel, unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach V2. Ja, wir haben uns in der letzten Folge hier die Saatkombi zugelegt, zum Ausheben, ne, nicht mehr gezogen. Und da habt ihr mir geschrieben, Yogi, nicht möglich in Deutschland. 4 Meter Breite, das geht so nicht, aber... Freunde, ihr habt natürlich vergessen, ich habe hier eine Sondergenehmigung mit dem Landrat ausgemacht, zumal ich meine Felder eh hofnah habe. Das heißt, hier habe ich einfach die Auflage, ich muss vorab die Ortskundfahrt durchführen, eine Begehung durchführen, dass hier auf jeden Fall alles soweit in Ordnung ist, dass hier nichts im Weg ist. Und dann die kurznahen Strecken zum Hof sind genehmigt. Okay? Gut. Haben wir das soweit erledigt? Dann wollte ich direkt weitermachen. Wir haben uns ja drauf geeinigt, möchte ich fast schon sagen. Wir gucken noch mal ganz kurz rüber. Hier ist noch mal das Thema Fahrgassen. Für die Leute, die das nicht kennen, ging mir zumindest am Anfang so. Wir machen mal ganz kurz so. Wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass wir auf 4 Meter andrillen und wir werden auf 12 Meter unsere Spritzen etc. dann aufstellen. Bedeutet für mich, ich brauche eine normale Ausbringmenge, Fahrgase, Ausbringmenge. Und dann geht sozusagen dieses Dreierkonstrukt immer hin und her. Bedeutet, wir haben ja jetzt unsere 4 Meter Drille und sozusagen müssen wir uns um den Rest auch kümmern. Heißt für uns, wir werden nochmal ein Geldintent nehmen und das Ganze nochmal so ein bisschen gegenkorrigieren, denn dann brauchen wir dieses Fass nicht mehr, das verkaufen wir einfach mal. Wir brauchen diesen Anfüllstutzen, der ist doch hier auch noch, ja. Wo ist der drin, dieser An? Ist der unter Diverses? Jo, das hier darf noch weg. Dann, heute ist komplett ausverkauft, wollen wir die Spritze wegtun, weil die hat irgendwas mit 18 Meter, die will ich so nicht mehr. Und was brauchen wir noch nicht? Ich glaube, dann haben wir alle... Ach, den Düngerstreuer. Den Düngerstreuer mit 42 Meter will ich dann auch nicht mehr. So, wir haben ein bisschen Geld. Und jetzt gehen wir kräftig shoppen. Ich habe es ja schon angekündigt. Ne? Das ist so eine neue, so eine Grundauslegung für unseren Hof. Wir lassen uns das ganze Zeug wieder liefern. Und zwar habe ich mich jetzt vorab erstmal dafür entschieden. Und das heißt wirklich vorab, weil... Ich muss testen, ob es funktioniert. Ich bin mir jetzt zum Beispiel gerade gar nicht sicher, ob bei diesem Joskin-Fass Menu System verbaut ist. Das werden wir aber gleich dann sehen. Reifenvariante passt. Die Hauptfarbe würde ich alles so lassen. Mir gefällt es soweit eigentlich ganz gut. Das kaufen wir schon mal. Somit haben wir wieder unser Fässchen. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Düngerstreuer. Was kostet der? Ach, guck mal, der ist relativ günstig. Denn hier haben wir auf 24 Meter den Düngerstreuer. Ich bin, ja, was heißt gewillt? Ich hoffe, das geht. Aus meiner Logik raus, wenn ich 12 Meter kann, kann ich ja 24. Muss ich ja dann nur immer Fahrgassen auslassen. Ich schaue es mir an, okay? Das ist gerade eine komplett spontane Entscheidung, was ich hier rauslasse. Ich glaube, ich nehme es in grün. Kaufen. Und dann brauchen wir noch eine Spritze. Die Spritze hier. Da habe ich mich für diese entschieden. Die hat nämlich auch 12 Meter. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Können wir die auch in grün haben? Dasselbe in grün. 5000 Euro. Da müssen wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Das ist aber nicht viel. Erweitertes Kreditsystem. Wo ist es? Da. Die Bank. Kredit aufnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal 3000 auf. Für ein Jahr wieder. Ist erstmal ein bisschen kleiner. Das Schöne ist, wir können dort auch mit dem Fendt, jetzt sage ich schon wieder Fendt, mit unserem Ford mal wieder ein paar Runden drehen. Der war schon länger nicht mehr im Einsatz. Hier brauchen wir den großen. Hier können wir mit den kleinen unterwegs sein. Warte mal schauen. Habe ich jetzt hier den Aufbau genommen oder nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja. Also. Dann können wir den mal auf die Seite
drehen. Es ist na klar so, das Zeug mittendrin zu wechseln, ist wahrscheinlich kontraproduktiv. Wenn ich jetzt so in Richtung unser Raps oben denke. Ne? Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist jetzt so eine Übergangszeit wieder. Aber ich wollte unbedingt diese Kombi hier hinten. Da fühle ich mich tatsächlich ein bisschen wohler dann. So, kann ich die schon so ablassen? Ich hätte die nämlich gerne trotzdem hier drin. Oben ist so ein bisschen Grünland. So. Und dann können wir die nämlich hier lassen. Und dann ist das gut. Schöne Kombi. Fällt mir auf jeden Fall super, super. Gut, dann wollen wir uns heute nochmal um unseren Raps kümmern. Ich würde da gerne nochmal so ein bisschen Kalk drüber schmeißen. Und dann können wir nämlich gleich mal den hier testen. Dazu brauchen wir den Kollegen hier. So. Oh, da müssen wir bald tanken. Den mache ich schon länger nicht mehr unterwegs, ne? Ich habe ihn halt ab und zu mal hier zum Füttern verwendet, aber mehr halt auch nicht. Also es ist gar nicht so einfach, gerade für mich als Laie, die richtige Fahrzeugwahl zu treffen, dass es halt auch Hand und Fuß hat. Ganz so schön, aber hey. Aber so ist halt, das ist ja ein Selbstversuch. Das vergessen irgendwie immer ganz, ganz viele. Ich versuche mich trotzdem immer noch. Ne? Wir haben jetzt sozusagen das eine so ein bisschen abgeschlossen. Jetzt kommt wieder so ein bisschen was Neues. Neue Fahrgassenausrichtung und so weiter und so fort. Dementsprechend ja, muss man sich halt wieder an die Gegebenheiten anpassen. Und das macht es dann immer wieder spannend und vielleicht auch ab und zu ein bisschen chaotischer. Deswegen gucken wir mal. Gucken wir mal, wie wir zur Rande kommen. Wir haben da hinten noch ein bisschen Kalk. Dann holen wir uns einen Teleskoplader. Wahnsinnig, ne? Komplett leer. Komplett leer. Also ich freue mich auf den neuen Schnitt. Ich gehe mal davon aus, nächsten Monat können wir schon in den Schnitt gehen. Dann brauchen wir unsere Gabel. Das kann man eigentlich alles so hier ein bisschen so lagern, ne? So, Final Countdown. Ne? Heute ist Montag, am Wochenende ist FarmCon. Wahnsinn. Ich freue mich, ich bin nervös. Hab so ein bisschen einen feuchten Schlübbi. Das wird schon sehr, sehr spannend. So, dale. Das sollte erstmal reichen. Wir müssen ein bisschen mit dem pH-Wert gegensteuern. So wie es aktuell aussieht, nur beim Raps. Der Rest sieht soweit noch in Ordnung aus. So, da war nicht viel. Wir gucken aber mal wieder, ob das reicht, bevor wir uns was Neues kaufen. Das werden wir dann gleich sehen. Im Notfall fahren wir nochmal los. Wie viel sind denn das? 134 Liter. Gucken wir mal, okay? So, mal los. Das hier ist unsere neue Wiese an der Stelle. Durch langsam. Die haben wir auch gleich noch mitgegüllt. Also sind alle Wiesen soweit auf demselben Status.
heißt, da müsste eine dicke, fette Ernte dann kommen. Toi, 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 hoffe ich mal. Mein Ziel ist es immer noch, die Fahrsilos knacke voll zu packen. So, das freut mich. Jetzt kann der Kleine auch mal wieder hier ein bisschen was tun. Das freut mich. Euer Wunsch war noch, ob wir eventuell hier noch ein Feld dazu nehmen und da einfach Gras anpflanzen, weil ich ja ein paar größere wollte. Ich sehe aber zum Beispiel auch hier kein Problem, wenn wir zum Beispiel die links und rechts nehmen. Das ist ja alles relativ kompakt nah beieinander. Das ist halt so ein bisschen ein Wunsch von mir jetzt gewesen, dass ich nicht die ewigen Fahrtwege mache, sondern wirklich kurz und knackig, dass wir da nicht unnötig Zeit verlieren. So, aber wir sind schon da. Der müsste nämlich, glaube ich, auch bald erntereif sein. Ich glaube, der hat 2 Wachstumsstufen, ne? Also, Erntestufen, so muss ich, glaube ich, sagen. So, die Fahrgassen sind da gar nicht ganz so gut geworden. Eine hat er zugedeckt. Aber wir machen einfach eine draus. So, ihr seht's nicht. Ich muss für euch öffnen. Precision Farming. Und dann sehen wir hier den pH-Wert. Der ist irgendwo zwischen 5 und 5,5. Irgendwo so in der Richtung angesiedelt. Machen wir ein bisschen was. Dann legen wir mal los. Zuerst ausklappen. Haben wir tatsächlich was zum Ausklappen hier? Was muss man denn da ausklappen? Da ist doch nichts. Ich sehe aber auch nichts zum Ausklappen. Aber okay. Los geht's. Okay, der geht relativ schnell leer. Wir werden auf jeden Fall was holen müssen. Ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Das hat sich ja wieder gelohnt. Wir kommen dann bei 6,75 raus. Okay, ich hole mal ganz kurz den Kollegen. So, ich habe nochmal 2 Stück gekauft. 350 Euro hat der Spaß gekostet. Ich bringe es einfach direkt ans Feld. Und dann ist das Thema erledigt. Ich weiß, man darf hier mit dem nicht durch die Gegend fahren. Aber auf dem Land sind die Gesetze anders, Freunde. Ja, da setzt man sich ein bisschen drüber hinweg. Beziehungsweise lotet das Ganze so ein bisschen aus. So, da ist das gute Stück. Ich werde jetzt mit dem da klar nicht ganz reinfahren. Den werden wir uns hier gleich abholen. So. Dann können wir hier, glaube ich, wunderbar ranfahren. Ja, das ist halt so ein bisschen ärgerlich, ne? Dass da die Fahrgasse zugeht. So. Tanker müssen wir auch noch. Ich hoffe, das reicht hier vollends. Ja, wenigstens klappt das schon mal. Bin ich doch schon mal sehr zufrieden. Dann können wir hier jetzt weitermachen. Ihr dürft mir gerne mal wieder reinschreiben, ob ich das Ganze jetzt zu übersäure. Nee, anders. Zu neutral mache, weil wir haben jetzt hier irgendwo ja, das ist schon teilweise komplett ins Grüne rein. Nicht mehr so gelblich-grün. Da bin ich mir auch noch so ein bisschen unsicher, was es nun sein darf und was nicht. Oh, wie schnell ist denn der bitte leer? Da bin ich ja
Da bin ich ja Jahr und Tag bin ich damit beschäftigt. Und wir haben automatische Ausbringmenge drin. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, warum wir hier so extrem viel brauchen. So, wir haben eigentlich die Fahrgasse nach oben, da können wir wieder rückwärts runterstechen. Geht ein bisschen schneller wie hier rückwärts hoch. Da seht ihr es, hier ist normalerweise die Fahrgasse. So. Okay, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare, was ich und wie ich das Ganze hier anders machen kann. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen was zu tun. Das habt ihr gesehen, wie oft ich jetzt hier hin und her muss mit diesem wunderschönen, kompakten, neuen Düngerstreuer. In dem Sinn, ich wünsche euch eine verdammt gute Woche. Ne? Lasst es euch gut gehen, bleibt anständig. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video oder dann am Wochenende auf der Farm. Ich freue mich. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.